Ja, hallo Leute, wir sind hier immer noch auf der Intermod 2014. Wir sind hier auch immer noch beim KTM-Stand. Und immer noch steht neben mir der Jens. Und der Jens erzählt uns jetzt ein bisschen was über die RC, denn die ist ja auch neu und ihr möchtet sicherlich ein wenig was darüber wissen. Ja, RC 125 basiert auf der 125 Duke, die ja die meisten schon kennen. Der Rahmen ist fast identisch, der Motor ist identisch. Der große Unterschied, unschwer zu erkennen, ist die Vollverkleidung. Gabelbrücke ist anders, Lenkerstummel anders, es ist eben das vollverkleidete Sportmotorrad, das Pendant dazu. Wir haben gleiche Features, wir haben auch ABS, mhm. Wir haben gleich dimensionierte Gabel, Bremssystem ist gleich. Ja, wir haben hier hinten einen Sozius-Sitz, der als solcher gar nicht zu erkennen ist auf den ersten Blick. Nee, das ist mir auch so aufgefallen. Ja, das ist ganz innovativ im Motorradbau eigentlich, dass es aussieht wie ein Ein-Mann-Sozius-Höcker, ist aber gepolstert und man kann da ganz einfach jemanden mitnehmen. Ja. Das ist so ein Highlight von dem Motorrad. Und ja, ich bin selber schon damit gefahren und hatte viel Spaß. Es ist auch von den Abmessungen gar nicht so extrem, wie man es vielleicht von einem vollverkleideten sportlichen Motorrad erwartet. Man sitzt trotzdem relativ einigermaßen aufrecht und kommod, komfortabel da drauf und macht halt riesen Spaß. Ja, das denke ich mir, dass dieses Motorrad Spaß macht. Ist wahrscheinlich ganz gut auf einer Rennstrecke mal. Ja, auch das natürlich, klar, da ist sie noch besser aufgehoben als die Duke im Vergleich. Aber am Ende bleibt es wie immer Geschmackssache. Das ist ja immer so. Das ist auch überall so. Ja, dann danke ich dir. Ja, gerne. Obwohl, bitteschön. Eine Frage habe ich noch. Na klar. Wie viel kostet dieses Schätzchen? Da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Die kostet geringfügig mehr als die Duke. Ich glaube, ca. 300 Euro mehr. Okay, Dankeschön. Bitte. Ciao.